Guten Morgen und es regnet. Also schauen wir, ob es mir gut geht hier in den Kiefer. Was wäre, wenn ich noch einen zweiten Stall? Stall upgraden. Das war's schon. Gebäude verwalten. Nein. Nein, nein. Bauen. Geht mir rein. Ich werde alles vorbereiten und morgen mit der Arbeit zu beginnen. Erste Arbeit an, das Vergnügen. Okay, komm zurück. Regen ist das Beste. Bei diesem Wetter weiß ich die Sonne zu schätzen. Ich brauche Holz. Thank you.
Ich brauche Holz. Reicht aus. Nein. Falscher Zeit. Manche Leute lieben es bei Regen zu angeln. Ich würde lieber nur abhängen. Du glaubst doch nicht, dass Frère und Eloy ein Paar sind, oder? Dafür ist er viel zu jung. Interessantes Werkzeug. Hier sind ein paar präzise Schläge mit dem Hammer und dann noch ein wenig Meißeln. Ja. Du noch, bist du noch da? Ja. Es ist so entspannend, dem Rhythmus des Regens zu lauschen. Was ist das auf Schieben? Kann ich den schon verschieben? Nein. Es ist ein guter Tag, um mit alten Freunden zu plaudern. Es ist ein toller Tag, mit Freunden drinnen abzuhängen. Stehst du zu getrockneten Tomaten? Das war sehr nett von dir. Oh, danke. Es ist so toll, endlich die Leute meines Vaters kennenzulernen. An einem Tag wie heute ist es besonders schön, ein Feuer im Haus zu haben. Es ist so schön, wie alle an solchen Tagen zusammenkommen. Nein. Görek. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Fluss im Sommer niedriger und im Frühjahr höher wird, wenn es regnet? Der Räucherstab? Nein. Das ist für Opa. Baby ist sicher nicht da. Du hast es wirklich drauf, Geschenke zu machen. Ja. Regentage bedeuten weniger Arbeit auf den Feldern und mehr Zeit für Spaß. Ein Wetterumschwung ist mir irgendwie schön. Regen ist schön, denke ich. Es ist einfach nicht mein Favorit. Meine Eltern sagten, dass Igorok und Maeri als Kinder nicht miteinander auskamen. Das ist jetzt schwer zu glauben. Regentaugen sind so erfrischend. Ich weiß, Regen ist gut und so, aber
Er macht den Tag so langweilig. Blume. Machen wir jetzt das Schönste drin und entspannen. Es ist der perfekte Tag zum Kochen und Plaudern. Prost, Wombis. Deine Moves musst du mir irgendwann mal beibringen. Das ist ein Tag, an dem man sich wohlfühlt. Sie die Anmesser, tu sie zueinander. Ein Geschenk der Jakuns. Wenn du frischen Fisch genauso gerne magst wie wir, wird dir dieses Rezept vielleicht auch gefallen. Sushi-Rezept. Inza, heute nicht zu Besuch. Hilft Zerg, die Idee auszuarbeiten. Bringt es nichts in die Höhle zu gehen. Getrocknete Tomaten. Wo ist mein Schwein? Nein. Lavendel. Ja,
Ein Horn. Keine Münze. Die Strauße sind da unten. Du bist auch ein Weibchen. Ja. Strauß verdaut dir jetzt. Willst du es im Clan aufnehmen? Ja. Troll baut gerade einen Tisch an. Nach seiner Fertigstellung können wir den Strauß aufnehmen. Wir sind upgraded, da können wir sie aufnehmen. Oh, mein Horn. Noch ein Horn. Jetzt ist mal nur Knochen und diesmal nur Hörner. Und Kaka. Yes. Oh, really? Du wärst ein Männchen.
Nein. Noch zwei geräucherte Büsche. Oder einen. Das sind nur 30. Dann hat man das. Kompott. Bessere Kompott. Mal nach Hause. Das aufbringt mehr als getrocknet. Einfach aufbringen. Wir kaufen mir die getrockneten Tomaten. Früher habe ich bei jedem Wetter draußen trainiert, aber jetzt nicht mehr so. Nock weiß es immer zu schätzen, wenn ich ihm Oregano gebe. Nock. Er ist so ein toller Koch. Trübes Wetter ist so inspirierend. Es ist ein toller Tag, um Freunde zu besuchen. Du musst dich ab und zu mal austoben. Ja, dann sind wir auch gleich mit da. Das war ein ziemlich cooler Move. Ja. Ich sehe gar nicht übel. Du hast
gute Nacht. Sommertag.